Könnte jetzt ein bisschen windig sein. Ist das erster Gang? Willkommen zu einem weiteren Motovlog. Heute bin ich auf dem Weg zum lieben Maxi. Maxi hat nämlich, ich weiß gar nicht, hat er heute Geburtstag? Ich habe gerade auf Instagram gepostet, dass er Geburtstag hat. Aber ehrlich gesagt, Maxi, sorry an dieser Stelle, ich weiß gar nicht, ob du heute Geburtstag hast. Auf jeden Fall feiert er heute. Ein bisschen grillen, ein bisschen chillen. Da dachte ich mir, 27 Grad sind, es ist Mitte Oktober, 27 Grad, da lasse ich mich nicht lumpen, fahre ich mit dem Motorrad zu ihm. Und ja, wieso sollte ich euch dabei nicht mitnehmen, ne? Weil Maxi wohnt in Bielefeld. Das bedeutet, ich muss durch Bielefeld durchfahren. Da können natürlich aufregende Sachen passieren. Ja, ja, da muss man natürlich seine Kamera mitnehmen. Ha! Ich hatte übrigens auf, die Windgeräusche sind wahrscheinlich krass, aber ihr versteht mich wahrscheinlich trotzdem. Ich hatte auf Instagram gepostet, ob Leute aus der Region Bock hätten, so eine Art Halloween-Treffen zu machen, so Halloween-Ausfahrt. Die meisten, die da zugestimmt haben, kamen aus Bielefeld. Also die meisten, die da gestimmt haben, wo das sein soll, Bielefeld, Hannover oder Osnabrück, die meisten kommen aus Bielefeld. Also ich erkläre das mal ganz kurz. Das ist quasi ein normales Abo-Treffen. Aber alle sollten kostümiert kommen, also mit irgendeinem, keine Ahnung, irgendeinem billigen Karnevalkostüm oder so, zum Beispiel als Skelett oder als Zombie verkleidet oder irgendwie sowas. Ich stelle mir das halt voll witzig vor. Deswegen frage ich nochmal in einem Video auch nochmal nach. Was haltet ihr davon? Hättet ihr darauf Bock? Und wer von euch kommt aus Bielefeld und wird sich dem anschließen? Ich habe mal auf Amazon so geguckt, die Kostüme gehen so ab 15 Euro los. Das wäre halt schon witzig, ne? Allein die Blicke, die man da auf sich ziehen würde, das wäre es schon wert. Schreibt einfach mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Also es ist ja schon ganz schön voll hier, ne? Es ist gerade Samstag. Samstag gegen Mittag, Nachmittag, wie auch immer, so 14 Uhr. Das ist jetzt schon ziemlich voll. Ich glaube, in der Stadt, da wird es noch viel voller sein. Ich fahr vor, hab ich keinen Bock zu warten. Ja gut! Offen kommt man natürlich ein bisschen schneller daran vorbei, wenn die gerade grün wird. Da braucht man ja gar keine Angst mehr haben, wenn man filtert, dass man da nicht mehr reinkommt. Man gibt einfach Gas und ist sofort vorne. Achso, ich muss übrigens noch anmerken, ich bin mal wieder zu spät. So wie immer. 14 Uhr hat es eigentlich gestartet, das Geburtstag, die Party, aber der Grill wird natürlich erst um 15 Uhr angemacht, ne? Ist ja klar, warum ich zu spät bin, ne? Ja, ja. Gott, wieso ist hier 30? Wieso ist hier 30? Baustelle, ja, aber wo? Wo ist die Baustelle? Wo? Hä? Da hinten sind so Pömpel, als ob das die Baustelle ist. Das war, ist doch wohl ein Witz, oder? Nee, ne? Moment. Ja. Das hier ist dann wohl die Baustelle, ne? Ich weiß auch nicht genau, was das soll, warum hier 30 dann ist. Kann man halt nicht verstehen. Bielefeld halt, ne? Ne. So, hier muss ich mir jetzt mal nichts einschleusen. Ich hasse das, dass sie jetzt hier 30 hingemacht haben. Ne? Es gibt nichts Schlimmeres als 30 fahren. So, 30 ist halt echt. Okay, gar nicht fahren, das wäre schlimmer, aber 30 fahren ist schon echt schlecht. Ich meine, wenn es hier leer ist, kann man hier doch wohl 50 fahren. Das war ja auch die ganze Zeit vorher. Wenn es voll ist, kannst du eh nicht schneller fahren. Ach ja. Ich bin nur am Meckern, nur am Meckern. So, wie fahre ich jetzt zu Maxi am besten? Am besten nicht über den Jahnplatz, sondern
über den Ostwestfalen-Damm. Boah, Leute, das erste Mal auf einem Ostwestfalen-Damm-Tunnel. Uiuiuiuiuiui. Das kann man sich eigentlich nicht, das kann man sich eigentlich nicht entgehen lassen, oder? So mal richtig durchröhren da den Tunnel. Ja, das machen wir doch mal. Das ist doch voll witzig, weil ich kann ja jetzt auch stoßweise mehr Gas geben. Also wenn ich Kupplung ziehe und voll durchziehe einmal, dann ist es halt noch mal viel krasser als vorher. Vorher muss sich das, die Lautstärke erst aufbauen, meine Vorderradbremse quietscht. Und jetzt kann ich die Lautstärke natürlich direkt abrufen, ne? Ist ja schon echt warm. Man sieht schon richtig herbstlich, alle Blätter auf dem Boden. Aber einfach nur 27 Grad plus 95 Grad, die mein Motorrad auch strahlt. Ja, das ist auf jeden Fall deutlich, deutlich wärmer als sonst im Herbst. Ich meine, wir hatten ja schon Tage dabei, ich musste schon einmal kratzen morgens bei meinem Auto. Dann sowas. Klimawandel, danke! Vorteile des Klimawandels, würde ich mal sagen. Für Motorradfahrer ist das natürlich ein sehr starker Vorteil. Für Landwirtschaft und so ist das wahrscheinlich richtig kacke, wenn es die ganze Zeit so trocken und heiß ist. War so ungefähr ein Drittel von Vollgas. Ich freue mich ja gleich echt auf den Tunnel. Könnte jetzt ein bisschen windig sein. Ist das erster Gang? Hui. Jetzt hat man einen Stoß Gas. Ja, damit kann man wohl arbeiten. Bisschen Lautstärke. Ich glaube, die Leute waren ein bisschen abgefuckt. Ja, aber der Tunnel ist natürlich jetzt doppelt so gut wie vorher. Alter, ich bin durch. Durch und durch. Oh, das ist ein Polizei. Ich bin ganz normal gefahren in dem Tunnel. Das war nicht ich. Das war der Roller vor mir, den ihr gehört habt. Ehrlich gesagt, ich weiß, dass ich die ganze Zeit geradeaus fahren muss und dann irgendwann rechts. Aber ich weiß nicht, wo ich rechts muss überhaupt. Vor diesem Möbelhaus. Wie heißt das? Poco? Oder ist das nicht Poco? Ich weiß nicht. Ich meine, da weiß, dass es Poco gibt, aber ich weiß nicht, ob das... Oder Zurbrücken? Ist das Zurbrücken da? Ich weiß es nicht. Ja, moin, du alter Schopperfahrer. Grüß dich. Alter, die Pullende, die... Wow, ich dachte, der fährt mir rein hier. Puh. Herzkribbeln. Die Pullente fährt jetzt immer ein bisschen Burger King Drive in rein. Alter, die wissen einfach nicht, was gut ist. Also KFC ist ja super, ne? KFC ist super. McDonald's ist super. Subway da vorne wäre auch super. Aber Burger King? Also wirklich. Das ist Polizisten halt, ne? Kein Geschmack. Okay, hier kann ich rechts, aber ich glaube, ich muss jetzt eine später rechts, oder? Da wird mir noch nicht mal irgendwas angezeigt, was da sein könnte. Ja, moin. Warum hat da einer gehupt? Ich glaube, da hätte ich doch rechts gemusst. Oh nein. Alter, fahr nicht raus, du Spacko. Die nächste fahre ich einfach rechts. Ist mir egal. Maxi, ich weiß nicht, wo dein Haus wohnt. Na. Ich verfahre mich auch jedes Mal überall, ne? Ach, ich fahre einfach... Ich fahre einfach hier rein. Sieht ja ganz fancy aus hier. Hier komme ich bestimmt irgendwie auch lang. Könnte ein Abenteuer werden. Hier war ich, glaube ich, schon mal. Hier habe ich schon mal Bilder, glaube ich, gemacht in dem Wald. Kann das sein? War es hier? Ja, das war da. Da bin ich in den Weg rein. Da habe ich richtig nice Pics gemacht. Richtig schön waldig. Waldig, waldig. Junge, hier grillen auch. Guckt mal, ich werde ausgeräuchert. Die grillen hier auch. Das riecht ja... Boah. Das riecht nach Fleisch, aber nach verbranntem Fleisch. Heute laber ich echt viel Müll, ne? Dann muss ich vielleicht jetzt rechts... Ach, ich bin auf der Heberstraße. Ja, sicher. Ich fahr mal vorbei. Der wird wohl warten auf mich, ne? Also offen macht ihr echt Spaß, ne? Muss ich ja schon sagen. So,
Irgendwo muss ich... Ach, klar bin ich richtig. Ich muss gleich links, glaube ich. Wenn es mich nicht alles täuscht, muss ich gleich links. Maxi! Maxi, soll ich deine Nachbarn gleich mal wach machen? Die schlafen ja wohl nicht alle, ne? Ich mach mich... Also die Leute, die beim Abo-Treffen Bielefeld dabei waren, das war hier, wo wir... Wir sind hier alle am Haus lang vorbeigefahren und haben alle Lärm gemacht, weil er gesagt hat, er ist arbeiten und wir wollten bei der Tankstelle, wo er arbeitet, wollten wir vorbeischneiden und da war er nicht da und dann sind wir einfach bei ihm zu Hause lang gefahren. Genau, der ist das. Oha, Alter, hier sind Eicheln. Oh mein Gott, mein Vorderrad ist gerade voll weggerutscht. Huiuiui. Maxi, ich muss Lärm machen. Ey, da steht ja schon einer. Wo soll ich mich hinstellen? Hier so? Mach ich. Kann man hier nehmen, wenn du willst. Digga. Wir sind dann jetzt da, ne? Die Wickel abgesägt? Nein. Der ist komplett original. Du läufst aus, Digga. Oh nein, wieder Kühlflüssigkeit. Oh nein! Das wollte ich nicht. Was jetzt? Das ist Kühlflüssigkeit. Was jetzt? Ja, da kann ich nichts machen. Das ist nicht gut. Ich hab Pipi gemacht während der Fahrt. Oh oh. Da ist irgendwas nicht in Ordnung. Ich hoffe trotzdem, dass euch das Video gefallen hat. Wenn das der Fall ist, lasst mir einen Daumen nach oben da. Oh. Das ist aber nicht gut. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal, Leute. Tschüssi. Oh,